Hallöchen, ihr Lieben. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr seht, habe ich wieder cooles Zeug bekommen. Das ist von Cyber und die stellen VR-Zubehör her. Hier ist eine Tasche für VR-Headsets und hier sind noch andere Sachen, die packe ich gleich aus. Ich habe ja schon mal was von Cyber gekriegt und zwar dieses Headstrap hier. Und was ich auch total cool finde und nicht nur für die Quest ist, diese Neck Powerbank hier, die habe ich euch schon mal gezeigt. Ich verlinke euch das auch. Und damit kann man nicht nur VR-Headsets laden, sondern auch alles andere. Ist eigentlich ziemlich praktisch. Aber darum geht es heute nicht, sondern um das, was ich neu gekriegt habe. Und ich fange einfach mal mit was Kleinem hier an. Das habe ich schon ausgepackt, weil ich neugierig war. So, dann habe ich hier dieses längliche Päckchen. Das öffne ich mal. Und hier ist ein Linkkabel drin. Das braucht man ja zum Beispiel bei der Quest 3, um die an den PC anzuschließen und sie als PC-VR-Headset zu verwenden. So sieht das Kabel aus. Ich mache das mal hier abwickeln, damit man mal, damit man mal sieht, wie lang das ist. Das ist ganz schön lang. Ja, ich blende euch mal ein, wie lang das ist. Aber es ist lang. Und hier ist noch das Mikrofon. Hey, das ist ja voll chaotisch hier. Dieses Unboxing. Ja, und hier ist noch eine Bedienungsanleitung. So. Ich lege das mal zur Seite, damit hier nicht noch irgendwas schief geht. Das Kleine mache ich dann, weil irgendwie sieht das interessant aus. So. Ja, das hat irgendwie ewig gebraucht, bis das Päckchen ankam, weil normalerweise dauert das ja nie so lange. Und das ist irgendwie ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Also nicht wundern, dass das so aussieht. Und da können die auch nichts dafür. Finde ich ein bisschen blöd, dass manchmal Päckchen so demoliert hier ankommen, sage ich mal. Aber das ist nicht nur hier passiert, das ist schon relativ oft passiert. Auch, dass ich mal ein Loch im Päckchen hatte, so als ob da schon jemand reingeguckt hat. Ne? Aber das war was anderes, nur nebenbei zur Info. Dann mache ich das mal auf. Und hier habe ich vorher schon mal reingeguckt, weil ich neugierig war. Das mache ich ab und zu mal, dass ich schon vorher reingucken kann. Das sind so Verlängerungsstäbe für die Controller. Ich packe die jetzt mal aus hier. Hier ist auch noch die Bedienungsanleitung. Hier kann man dann die Controller einspannen, oben in diese Aufsätze. Hier kommen die rein. Und dann gibt es noch diese Verlängerung. So sieht es aus. Und diese Teile, die haben viele Funktionen. Dann kann man das hier nehmen als einfache Controller-Verlängerung. Das ist zum Beispiel für Beat Saber oder Tischtennis. Wenn man das hier noch verwendet, dann kann man Golf spielen und so weiter. Aber ich lese mir das jetzt mal hier alles genau durch und zeige euch das, weil hier ist das alles nochmal erklärt, wie man das macht. Und das baue ich jetzt mal in Ruhe zusammen und dann zeige ich euch das mal. So, ich habe jetzt mal diese Fitness Extended Handle, also so heißen die Teile, so steht es hier drauf, mal an die Controller angebaut. Also das sind einfache Verlängerungen. So sieht das in der ersten Variante aus. Hier sind
beide Controller. Und ja, das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Also ist schön griffig und das ist auch weich hier. Ja, und dann gibt es noch dieses Teil. Damit kann man das weiter verlängern, ganz einfach. Das schraubt man hier drauf und hat jetzt eine weitere Verlängerung, zum Beispiel zum Golfspielen. Und dann kann man noch eine Variante nutzen. Da schraubt man das hier unten ab und den hier dran. Und jetzt hat man auch die Möglichkeit, zum Beispiel hier Kajakspiele zu spielen. Und so sieht das Ganze aus. Dann packe ich das mal zur Seite und weil ich mich bei dem Kabel erst ein bisschen blöd angestellt habe, will ich euch das Kabel einfach noch mal zeigen, weil so ein Link-Kabel ist halt sinnvoll, wenn man PC-VR spielen möchte, wenn man das jetzt nicht übers WLAN streamt und eine solide Verbindung zum PC will. Ich habe das jetzt hier mal reingesteckt. Das hat hier einen USB-C-Anschluss, der ist abgewinkelt. Der kommt hier rein und verläuft dann hier am Headstrap. Man kann das hier mit dem Klett befestigen. Und am anderen Ende ist dieser USB-Anschluss, USB-A. Und das wollte ich euch einfach der Vollständigkeit halber nochmal zeigen. Jetzt packe ich was Weiteres aus. Das ist noch nicht die Tasche, die ist ja schon ausgepackt, aber die zeige ich euch. Und zwar das hier. Das sind Schweißbänder für das Gesicht, weil manchmal schwitzt man sich ja das Headset voll oder auch andere Leute schwitzen da rein. Das ist nicht so toll und da gibt es die hier. Also irgendwie fühlt sich das an, als würde man Unterwäsche auspacken. Oh, guck mal, das sind noch verschiedene Farben. Das fühlt sich wirklich an wie Unterwäsche. Ja, man kann die hier hinten am Kopf verstellen. Und ich setze jetzt einfach mal so ein Teil auf. Was sind hier die Haare drin? Ist doch schön, oder? Das ist toll. Oder was meint ihr? Steht mir das? Geil, oder? So, das ist die blaue Variante. Und wer mehr auf Lila steht, für den gibt es auch noch das. Jetzt ziehen wir das hier mal drüber. Ja, aber das fühlt sich gar nicht schlecht an. Und vor allen Dingen, die kann man waschen, weil ich habe ja schon mein Headset da auch ein bisschen mit Make-up beschmiert und so. Und ja, damit man das nicht voll macht oder wenn man irgendwo anders Headsets ausprobiert, da kann man das ja auch benutzen. Das ist mein Ohr hier abgeknickt, glaube ich. So sieht aber die lila Variante aus, rosa lila. Und wer es ein bisschen dezenter mag, der nimmt diese schwarze. Das setze ich jetzt auch mal auf, dass ich alle mal aufgesetzt. Ach, hier oben ist sogar noch breiter für die Stirn und das ist hier, was in Richtung Nase ist. So. Und ich weiß nicht, ob das jetzt mit meinen Haaren hier richtig sitzt und ich weiß nicht, wie ich aussehe. Aber jetzt habe ich mir unter die Nase hier gezogen. Aber ich denke, ich sehe ganz schön aus. Eigentlich kann ich das doch gleich auflassen, oder? Oder doch lieber das Rosane oder das Blaue? Ich lasse das jetzt mal eine Weile auf, das Unboxing und so. Das ist ja eh schon leicht chaotisch, also da macht das auch nichts, wenn ich jetzt so bleibe. Und jetzt werde ich mal, ich kann mich selber nicht ernst nehmen, sorry. Schauen wir uns mal diese Tasche an, die ist nicht nur für die Quest, sondern auch für andere Headsets. Und das Erste, was mir auffällt, ist, dass dieser Reißverschluss hier sehr schön abdichtet. So, dann ist die auch geschützt, wenn es mal
regnet, dass hier nicht gleich Wasser reinkommt. Also schwimmen gehen sollte man damit nicht, aber das sieht schon ganz gut. Auch das Material fühlt sich gut an. So, dann mache ich das Ganze mal auf. Ich muss irgendwie das Lachen einhalten wegen diesem Ding hier auf. Aber egal, da muss auch mal lustig sein. Jetzt mache ich das hier auf. Oder habe ich es jetzt offen? Naja, klar, ist doch offen. Und hier ist jede Menge drin. Ich hole das mal raus. Das hier ist eine Schlaufe für außen. Die kann ich hier ranmachen, um diese Tasche zu tragen. Das kann ich auch gleich mal machen. Entweder mache ich sie hier ran oder hier, je nachdem. Und dann kann ich mir die Tasche über die Schulter hängen. So. So sieht das Ganze von innen aus. Hier ist ein kleines Säckchen drin. Da kann man zum Beispiel ein Kabel verstauen. Wenn man jetzt zum Beispiel dieses Linkkabel da mitnimmt, hier ist noch eine Gebrauchsanweisung, wie man die ganzen Sachen verstaut. Und ich sehe gerade hier dieses Kabel und den Anschluss. Da könnte man auch noch mit einer Powerbank das Headset hier direkt in der Tasche laden. So, und nun werde ich das Ganze mal einpacken. Das müsste ich erstmal wieder hier abmachen. Das Headset ziehe ich hier mal zusammen, damit es ein bisschen kleiner ist. Hier ist noch so ein Band drin, um das zu halten. Das öffne ich mal. Und das ist cool, das ist ein Linsenschutz. Den macht man dann hier rein, damit dort beim Transport nichts rankommen kann. Ist auch immer wichtig, dass man die Linsen schützt, weil wenn die zerkratzt sind, ist blöd. Gut, dann packe ich das mal ein hier. Nee, ich packe erst die Controller ein, weil das ist sinnvoller, weil uns das im Weg ist. Wo sind die? Ach, die habe ich ja hier drin. Oh Gott. Die sind noch hier drin, aber das ist auch kein Problem, weil das lässt sich hier leicht entfernen. Zack, und schon ist er draußen. Dann kann ich den anderen auch gleich mal abmachen, weil hier ist so ein Druckknopf dran. So. Das mache ich auch mal ab. Und dann können die Controller hier rein. Und jetzt packe ich das Headset auch noch hier rein. Und kann das auch noch hier mit dem Band festspannen. Und so sieht das jetzt aus. Die Quest ist hier sicher verpackt und hier wäre jetzt sogar noch Platz für das Säckchen, wenn man hier was anderes reinmacht. Aber das packe ich jetzt hier nicht ein, sondern ich mache jetzt das Köfferchen zu und verschwinde jetzt mit der Quest 3. Und an dieser Stelle endet mein doch leicht chaotisches Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst den Daumen nach oben da. Und wenn ihr auch auf irgendwas Bock habt von Cyber, ich verlinke euch alles in der Videobeschreibung. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr über meinen Affiliate-Link bestellt. Und mit dem Code Niki gibt es noch 15% Rabatt. Und nun sage ich bye bye, bis zum nächsten Mal.